Die Gunst Gottes bleibt ein Leben lang. Halleluja. Jesus, wir sagen dir Danke, dass das Wort Gottes jetzt wie ein zweischneidiges Schwert reinkommt. Dass Herzen verändert werden, berührt werden zu deiner Ehre. Wir geben dir alle Ehre und wir lieben dich. Und alle sagen, so schön, dass du auch eingeschaltet hast, ja, in allen Ländern, ich soll sie nicht alle aufzählen, aber in alle Länder, jetzt kriegt ihr sie alle mit. Und auch in den Übertragungsräumen, oben sind auch, wie viele Leute sind da? Okay, viele, ja, okay, genau, also schön, dass ihr auch oben dabei seid. Ich versuche immer wieder in die Kamera zu gucken, damit ihr euch fühlt, wie wenn ich euch angucke, ja, genau, das ist gut. Wir wollen hineinschauen in das Wort Gottes, lasst uns mal die Bibel aufschlagen oder euer Kopf zur Leinwand wenden. Unser Thema heute ist göttliches Gelingen. Ich glaube, dass es Menschen geben wird, die im Jahr 2024 in eine neue Ebene reinkommen, sodass übernatürliches, göttliches Gelingen in deinem Leben zustande kommt. Wie kommt das zustande? Psalm 1 steht es drin. Psalm 1, Vers 1 bis 6. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht sitzt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind, wie lange? Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt, alles zusammen, alles, was er tut, gelingt ihm. Noch einmal, alles, was er tut, gelingt ihm. Noch einmal, alles, was er tut, gelingt ihm. Es gibt Menschen, die alles, was sie tun, gelingt ihnen. So beginnt Psalm 1, so beginnt das neue Jahr für dich. Achtung, die andere Gruppe sind die Gottlosen, Vers 4. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum bestehen Gottlose nicht im Gericht, noch Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Wow, so beginnt der Psalm 1. Und Dennis, gut, dass du da bist, kannst gleich nach vorne kommen. Wir brauchen einen Baum. Halleluja. Ja, Baum, ja. Psalm 1 nochmal. Lassen wir da vorne. Oder wolltest du gerade weggehen? Ja? Nein, aber du kannst vielleicht fragen, hat jeder ein Tütchen bekommen? Vielleicht, wenn du neu da bist und noch kein Tütchen bekommen hast, da habe ich jetzt die Möglichkeit zu fragen, du bekommst noch eins. Haben alle, super. Ja. Das ist der Leiter der Welcome Lounge, der wir alle Tüten haben, ja. Genau, sehr, sehr gut, sehr gut. Genau, Psalm 1, glücklich der Mann, Achtung, der nicht folgt wem? Dem Rat der Gottlosen. Drei Sachen macht einer, der göttliches Gelingen hat, macht er nicht. Er folgt nicht dem Rat der Gottlosen. Das sind Menschen, denen alles gelingt. Punkt Nummer 2, der nicht den Weg der Sünder betritt. Und Punkt Nummer 3, nicht sitzt, wo die Spötter sitzen. Wo saßt du gestern? An Silvester. Die Menschen, denen alles gelingt, passen auf, wo ihr Hintern sitzt. Wo dein Hintern sitzt, entscheidet über das göttliche Gelingen in 2024. Von wem lässt du dich einladen? Wo setzt du dich hin? Mit wem trinkst du Kaffee? Drei Sachen, die Menschen, denen alles gelingt, nicht tun. Punkt Nummer 1, Vers 1 steht drin. Nicht folgt dem Rat der Gottlosen. Mach deine Ohren zu für irgendwelche Weisheiten von YouTube. Mach deine Ohren auf für das Wort Gottes. Rat der Gottlosen ist nicht für Menschen geeignet, die göttliches Gelingen haben. Menschen, die göttliches Gelingen haben, folgen nicht dem Rat der Gottlosen. Punkt Nummer 2, nicht den Weg der Sünder betritt. Das sind Menschen, die göttliches Gelingen haben. Und Punkt Nummer 3, hier im nicht rumsitzt, wo die Spötter sitzen. Also dein Hintern entscheidet über deine Zukunft. Halleluja. Vers 2, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Zwei Sachen, die Menschen tun, die alles gelingt. Punkt Nummer 1, sie haben die Lust am Gesetz des Herrn. Bisschen mehr vielleicht. Haben die Lust am Gesetz des Herrn. Und sie denken nach nicht über die Aktienkurse. Sie denken nicht nach über wie sind die neuesten Nachrichten über Corona oder über Israel oder über Ukraine. Wie ist die Inflationsrate? Wie werde ich meine Versicherung bezahlen in 2024? Nein, Menschen, denen alles gelingt, sie denken nach über das Wort Gottes. Wie lange? Tag und Nacht.
Wenn du zu der Gruppe gehören willst des göttlichen Gelingens, hast du drei Sachen, die du nicht tust und zwei Sachen, die du tust. Punkt Nummer eins, was tust du nicht? Du folgst nicht dem Rat der Gottlosen. Punkt Nummer zwei, gehst nicht den Weg der Sünder. Punkt Nummer drei, sitzt nicht darum, wo die Spötter sitzen, sondern du hast deine Lust am Gesetz des Herrn. Du sitzt in der Gemeinde, auch wenn es überfüllt ist. Auch wenn du nur Platz im Overflow-Raum hast. Genau, da oben sind auch noch ein paar Leute. Preis den Herrn. Und du denkst über sein Gesetz nach, über sein Wort, Tag und Nacht. Und dann geht's hier los, Vers 3. Alle zusammen, können wir noch einen Vers machen, Vers 3, dass wir mal reingucken. Genau, alle zusammen, ganzen Vers. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Es gibt Bäume und es gibt Bäume. Manche sitzen in der Wüste und wundern sich, warum es so schlimm ist. Manche sitzen am Wasserbach Gottes und wundern sich, warum die anderen stöhnen. Amen. Solche Bäume haben eins kapiert. Ist okay? Ja. Ihre Füße entscheiden über ihre Zukunft. Wo sitzt du? Wo sind deine Füße? Wo hast du dich hinplatziert? Wo bist du? Deine Wurzeln entscheiden über deinen Output. Und die Menschen, denen alles gelingt, sind in einem Ort, nämlich am Bach des Herrn. Am Wasserbach Gottes gibt es kein Inflationsproblem. Amen. Am Wasserbach Gottes gibt es keine Krankheit. Amen. Am Wasserbach Gottes gibt es keinen Fluch, denn der Fluch ist zerbrochen. Amen. Da wundert man sich nicht über die Probleme, da genießt man den Segen. Er ist wie ein Baum gepflanzter Wasserbächen. So, jetzt musst du einen Baum produzieren. Ja, Halleluja. Ja. So, was macht ein Baum? Er bringt Frucht. Wer braucht diese Frucht? Die Menschen, nicht der Baum, oder? Also ein Baum, der anfängt selber zu essen, über seine Früchte, ist ein komischer Baum. Ja. Manche Menschen denken, ihre Geistesgaben gehören ihnen. Nein, die Geistesgaben gehören der Gemeinde. Friss doch das Zeug nicht auf. Ja, heute habe ich mich nicht so gefühlt. Hallo, geht's noch? Die Früchte gehören der Gemeinde. Amen. Sprich im Glauben. Amen. So, dann hast du Früchte. Dann kommen Leute, die dauernd von dir essen wollen. Ram, 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 ram. Ja? Was bedeutet das? Gute Bäume werden genervt von Menschen, die wollen dauernd irgendwas haben. Ja? Was ist das Gute? Der Baum des Lebens, er hat seine Wurzeln am Bach des Herrn. Und er saugt von unten. Und wenn jemand kommt und nimmt die Früchte weg, was macht er? Plopp, wieder Neues. Am Wasserbach Gottes gibt es keine fruchtlosen Zeiten. Fruchtlos gibt es nur in der Wüste. Wo du rumsitzt, entscheidet über die Art, was rauskommt. Und diese Menschen, die wie ein Baum sind, gepflanzt an Wasserbächen, die bringen ihre Frucht. Wann? Was steht hier? Zu seiner Zeit. Auch in Zeiten von 2024. Frucht wird kommen, weil das Wort das sagt. Es entscheidet nicht die Frucht ist das Problem, sondern deine Füße. Wo sitzt du rum? Wo bist du den ganzen Tag? Bäume, denen alles gelingt, sind Menschen, die haben eins kapiert. Sie haben die Lust am Gesetz des Herrn und sie denken nach über sein Gesetz Tag und Nacht. Halleluja. Und dann saugen sie von unten. Starke Bäume sind nicht abhängig vom Pastor. Amen. Starke Bäume sind nicht abhängig vom Hauskreisleiter. Amen. Starke Bäume lassen sich entleeren, weil sie wissen eins, der Herr gibt wieder. Andere Bäume in der Wüste haben Angst, wenn mal eine Frucht weggenommen wird. Pastor, der hat mich geärgert. Was ist der Punkt? Vergib. Und platziere dich an die Wasserbäche Gottes. Dann wirst du Frucht bringen zu deiner Zeit. Hör auf, in 2024 immer rumzunörgeln. Fang an, in 2024 Frucht zu bringen.
Lass die Leute mundtot werden durch deine Liebe, die du gibst. Halleluja. Lass uns in 2024 eine Gemeinde sein, voller Liebe und voller Frucht. Ich wünsche mir eine Gemeinde, wo alles gelingt. Es gibt Menschen, egal welche Arbeit sie tun, es gelingt alles. Egal welche Aufgabe sie haben, es gelingt alles. Alles. Steuererklärung gelingt. Arbeit gelingt. Mission gelingt. Alles gelingt. Und dann gibt es andere Menschen, die machen, schauen sich alle möglichen Tutorials an, schauen jedes YouTube-Video, machen alle Seminare und dann nach 20 Stunden Vorbereitung, geht's noch? Ja. Ja. Nach 20 Stunden Vorbereitung, dann machen sie es endlich mal und alles geht schief. Es hängt nicht an deiner Methode. Es hängt an deinen Wurzeln. Wo sitzt du rum? Das göttliche Gelingen hängt nicht an deiner Weisheit. Das göttliche Gelingen hängt da dran. Wo bist du als Baum? Wo bist du? Und ich wünsche mir eine Gemeinde mit göttlichem Gelingen. Ja? Jetzt kannst du mal Pause machen kurz. Ja? Wunderbar. Wer von euch will so ein Baum sein? Gepflanzt an Wasserbächen. Alles, was du tust, wird dir gelingen. Amen. Es funktioniert. Ich habe dir gerade erklärt, wie es funktioniert. Zwei Zitate. Öffne deinem Herz niemals einem Menschen, der die Bibel nicht öffnet. Nochmal zusammen. Können wir es zusammen lesen? Öffne dein Herz niemals einem Menschen, der die Bibel nicht öffnet. Warum? Weil sie werden dir Ratschläge geben, die nicht aus dem Wort Gottes fundiert sind, sondern aus menschlicher Weisheit, die vielleicht schön gemeint ist, aber kein Leben bringt. Leben gibt's nur in dem, der das Leben ist. Und dieser Name ist Jesus Christus. Der da sagt, ich bin der Weg, das Leben, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja? Und Leben gibt's nur in dem, der das Leben nimmt und das ist Jesus Christus. So bitte, bitte öffne dein Herz. Der Ratgeber, wer ist dein Ratgeber, entscheidet über die Frucht in 2024. Halleluja. Dann, nächster Punkt. Entweder hält uns die Bibel vom Sündigen ab oder die Sünde hält uns von der Bibel ab. Gut. Also, nimm's, ja. So. Nachsinnen. Das Wort sagt doch, wir sollen über sein Wort nachsinnen, nachdenken. Tag und Nacht. Was bedeutet dieses Nachsinnen? Was ist dieses Nachsinnen? Wir wollen hineinschauen in Josua Kapitel 1, Vers 8. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen. Du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, nachdenken. Damit du darauf achtest, nach all dem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Hier kommt ein Schlüsselsatz. Josua hat ein Millionenvolk übernommen als Leiter, hat Millionen Leute gehabt da und weiß nicht, wie kriegt er das hin. Mose, der grandiose Leiter, ist weg. Er, Josua, muss das ganze Ding übernehmen. Gott gibt ihm einen Schlüssel. Er gibt ihm einen Schlüssel in die Hand und sagt, es gibt einen Weg, lieber Josua, wie du mit deiner großen Aufgabe zurechtkommst. Und der Punkt ist, denke über sein Gesetz nach. Wie lange? Tag und Nacht. Hör auf, rumzudenken, wie schlimm die Krise deines Lebens ist. Hör auf, rumzudenken, wie schlimm alles in 2024 werden kann. Fang an, nachzudenken, was das Wort Gottes sagt. Das ist ein Schlüssel zum Erfolg, egal welche Krise in deinem Leben auf dich wartet. Und dann steht hier drin, wenn du das tust, dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen. Wer von euch will an sein Ziel gelangen am Ende seines Lebens? Es entscheidet, worüber du nachdenkst, worüber du nachdenkst. Und dann wirst du Erfolg haben. Gott hat hier ein Erfolgserlebnis gegeben. Nicht die 10 Schritte zum Erfolg laut Google, sondern den einen Schritt des Erfolgs laut Gott. Denke über sein Gesetz nach, Tag und Nacht. Über sein Wort, über das Wort Gottes. Und das ist so wichtig. Es ist das Leben. Psalm 92, Vers 14 bis 16. Die gepflanzt sind im Haus des Herrn, werden grünen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im Greisenalter gedeihen sie. Sie sind saftvoll und grün. Ja, Papa, danke, das sagst du, ja. Um zu verkündigen, dass der Herr gerecht ist. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Halleluja. Es gibt Bäume,
die werden nicht braun. Die bleiben grün. Sogar im Rentenalter. Die Bibel sagt hier, die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden grünen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im Greisenalter gedeihen sie. Sie sind saftvoll und grün. So, wer von euch ist schon über 70 hier im Raum? Kurz mal die Hand heben. Über 70. Dürfen wir mal die Helden aufstehen lassen? Alle Helden über 70 mal aufstehen lassen, ja? Alle Helden über 70. Halleluja. Wow, 2, 4, 6, 8. Halleluja. Bleibt mal kurz stehen, genau. Ich sag nicht, ihr seid alt, ihr seid wertvoll und kostbar. Und der Herr spricht zu euch, noch im Greisenalter wirst du gedeihen, du bist saftvoll und grün. Halleluja. Darfst du gerne wieder hinsetzen? Halleluja. Ab 70 geht das Leben erst richtig los. Halleluja, genau. Ich lade dich ein, wenn du morgens aufstehst und hast eine schlechte Nacht gehabt und irgendwas tut weh, dann sagst du nicht, oh, 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 ich brauche mal einen Arzt und die Medikamente, sondern du stehst auf und sagst, der Herr spricht. Noch im Greisenalter bin ich saftvoll und grün. Spreche es jeden Tag aus in dein Leben. Das, was du sprichst, kommt zustande. Denn Tod und Leben sind in der Gewalt deiner Zunge. Das, was du sprichst, geschieht. Wenn du morgens aufstehst und hast eine schlimme Nacht gehabt und beim Frühstückstisch offenbarst du deinen Ehepartner die neuesten Nachrichten. Liebe Ehepartner, ich glaube, mit mir geht's zu Ende. Die geistliche Welt achtet auf deine Worte. Was du sprichst, produziert Leben oder Tod. Schmeiß das Wort Tod aus deinem Vokabular raus. Schmeißt es geht zu Ende raus. Ersetze es wie ein Baum, der Frucht bringt, mit den Worten des Lebens, da steht drin, noch im Greisenalter. Was geschieht? Gedeihen sie. Alle zusammen? Sie sind saftvoll und grün. Je älter, desto saftvoller bist du. Je älter, desto grüner bist du. Ich liebe die über 70-Jährigen. Da hast du keine zwischenmenschlichen Probleme mehr. Die sind durch, ja. Die zicken nicht mehr rum wegen irgendeinem kleinen Kruscht. Sie haben gelernt zu vergeben. Und mit den Leuten, das ist so einfach. Und ich möchte dich ermutigen, je älter du wirst, desto saftvoller und grüner wirst du. Halleluja. Wenn du eine Oma, einen Opa hast, liebe Jugendliche, ermutigt sie. Sagst, Oma, Opa, du bist saftvoll und grün. Sie werden dich erstmal auslachen. Nach 5 Mal werden sie es schon nicht mehr auslachen. Nach 10 Mal werden sie vielleicht mal nachdenken, wo das geschrieben sein könnte. Nach 20 Mal werden sie denken, in welche Gemeinde gehst du eigentlich? Nach 50 Mal werden sie eventuell mal nachdenken. Und wenn du 100 Mal gesprochen hast, wird das Wort Frucht bringen in deine Oma, in deine Opa. Ja? Mach es, sprich es aus. Sprich zu deinem Ehepartner, wenn er irgendwelche komischen Sachen sagt, sagt nein, im Greisenalter gedeihen wir. Wir sind saftvoll und grün. Halleluja. So. Preist den Herrn. Jeremia 17, Vers 7 und 8, da steht drin, gesegnet ist der Mann, alle zusammen, der auf den Herrn vertraut. Manche vertrauen auf die Regierung, manche auf ihr Geld, manche auf ihre Versicherung, manche vertrauen auf ihren Pastor, mach das bitte nicht, manche vertrauen auf ihre Familie, aber es gibt Menschen, die alles gelingt und das sind Menschen, die dem Herrn vertrauen. Vertraue auf den Herrn. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Er wird sein wie ein Baum. Wir brauchen dich wieder. Baum. Kommst du, ja? Baum. Ja, sorry, dass ich dich unterbreche beim Wort Gottes hier. Das ist super leid. Danke, danke. Also, er ist wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt. Die Wurzeln sind wieder entscheidend, ja? nicht heute. So, ja. Deine Wurzeln, wo sind deine Wurzeln? Streck deine Wurzeln aus. Was sagt Jeremia? Und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün. Und im Jahr der Dürre ist er unbekümmert. Und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Nochmal die Früchte. Los geht's, ja? Die Früchte kommen
Und dann kommt ein Jahr der Wüste, ein Jahr der Dürre. Da kommt die Wüstenzeit. Wer von euch hat schon mal Wüstenzeiten erlebt in seinem Leben? Ihr wisst, was bedeutet. Es kann sein, in 2024 wird dich eine Wüstenzeit treffen. Aber der Baum, der gepflanzt ist an Wasserbächen, den juckt Wüste nicht. Die anderen Bäume beschweren sich über die Wüste. Der Baum an Wasserbächen, der freut sich über die Wüste. Wenn ein Sturm kommt, werden die anderen dünnen Bäume, die sich falsch platziert haben, umgehauen. Pff. Wenn ein Sturm kommt, wird der starke Baum am Wasserbach Gottes eine Massage kriegen. Endlich mal eine Massage, ja? Und das drückt ein bisschen rum, aber nicht mehr. Für den einen ist es lebensbedrohlich, hast du schon gehört. Der Baum an den Wasserbächen, den juckt es überhaupt gar nicht. Denn er weiß, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Corona konnte die Gemeinde nicht überwinden, der Ukraine-Krieg konnte die Gemeinde nicht überwinden, der Israel-Krieg kann die Gemeinde nicht überwinden. Keine Pforten der Hölle können die Gemeinde überwinden. Weil wir gepflanzt sind am Wasserbach Gottes. Egal, welche komischen Sachen wiederkommen werden in 2024 oder 2025, wir strecken unsere Arme aus, Halleluja, bringen Frucht. Und egal, welche Krisenzeit kommt und welcher Sturm kommt und welche Diagnose kommt und ob ein Eheproblem kommt in deinem Leben, egal, was da los ist, du bist unbekümmert im Jahr der Dürre und du bringst deine Frucht zu seiner Zeit. Ich möchte dich ermutigen, schau nicht auf die Probleme. Schaue, wo ist deine Wurzel? Das Entscheidende ist doch nicht, in welcher Gemeinde du bist. Das Entscheidende ist doch nicht, welche Lobpreislieder du spielst oder welchen Pastor du hast. Entscheidend ist, wo sind deine Wurzeln? Wo sitzt du rum? Wo stehst du rum? Und Menschen, denen alles gelingt, sind Menschen, die die Lust am Gesetz des Herrn haben. Sind Menschen, die nicht rumsitzen, wo die Spötter sitzen. Die nicht rummachen, wo die Lästerer sind. Das sind Menschen, die darauf achten, dass sie nicht den Rat der Gottlosen hören, sondern den Rat der Gerechten hören. Halleluja. Das sind wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Und dann stehst du so rum und die anderen, die haut's voll um, haben Lebenskrisen ohne Ende, boom, und sind am Ende und gucken auf den. Wie kann das sein? Dennis, erklär mir mal, wie kannst du mitten in diesem Sturm, hast du noch nicht gehört, was für ein Problem wir haben auf dieser Erde? Doch. Aber mein Gott ist größer. Und ich lade dich ein, lass 2024 nicht ein Jahr mit Problemen über Probleme über Probleme werden. Lass 2024 ein Jahr werden, Frucht über Frucht über Frucht über Frucht. Weil deine Füße gepflanzt sind an Wasserbächen. Und lass dein Vertrauen den Herrn sein. Und dann bist du wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der am Bach seine Wurzel ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Da kommt eine Hitze und boah, hast du schon gehört, die machen wieder alles zu. Dann sagt der Baum, preis den Herrn. Ja, bist du noch, aber hast du noch alle Tassen im Schrank? Ich bin kein Schrank, ich bin ein Baum. Kannst du noch normal reden? Lass deine Liebe raus. Lass deine Liebe raus, deine Frucht. Was ist die Frucht? Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Ob 2024 ein Jahr der Zerstörung wird bei dir oder ein Jahr der Durchbrüche wird bei dir, hängt nicht am Jahr, auch nicht an der Regierung, auch nicht an der Gemeinde. Es hängt an deinen Wurzeln. Achte bitte darauf, wo deine Wurzeln rumsitzen, wo du rumstehst. Was machst du? Ja, wir haben Psalm 1 gerade gehört. Und dieser Baum, wieder hoch, ist wie ein Baum, ja, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln ausstreckt. Wonach streckst du dich aus? Wisst ihr, das Krasse bei den Wurzeln ist, man sieht nicht, wie tief sind die Wurzeln. Man sieht es einfach nicht. Man sieht nur die Frucht. Und es gibt ziemlich viele Schauspieler im Reich Gottes. Wurzel ganz, ganz klein. Aber fette, große Früchte. Schaut meine Gaben an. Buh. Und dann kommt die Wüste. Und die haut's um. Schön aufgestanden, bam, und hingeknallt ohne Ende. Die aber mit tiefen Wurzeln, die werden dann sichtbar, wenn die Wüste kommt, wenn die Dürre kommt, wenn die Zeit der Hitze kommt. Und ich lade dich ein, lass uns in 2024 stabile Bäume sein.
stabile Bäume. Nicht irgendwelche Schauspieler, die sie umhaut. Es geht im Reich Gottes um richtige Frucht. Wird Jesus die Frucht finden, wenn er wieder kommt? Das ist eine eigene Frage, die er stellt. Und möchte dich ermutigen, wenn Hitze kommt, sein Laub ist grün. Und im Jahr der Dürre ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Ein guter Baum bringt immer gute Frucht. Frucht, 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 Frucht. Und so ist Dennis auch. Ich habe ihn speziell genommen. Den kannst du entsaugen, wie viel du willst. Frucht kommt immer nach. Warum? Weil seine Wurzeln tief sind. Danke für eure Ehewurzeln, ja? Wunderbar. Danke. Wir wollen weitergehen. Wir wollen weitergehen und einen Mann des Gelingens. Wir wollen so einen Baum nicht nur theoretisch anhören, sondern so einen Baum mal anschauen. Was geschieht mit einem Mann, der das, oder einer Frau, der das auch wirklich tut? Was für praktische Auswirkungen hat das? Wir wollen einen Mann anschauen, dessen Name ist Josef, sehr bekannt. Und wir wollen ihn mal lesen an dieser Stelle, auf die es ankommt. 1. Mose 39, Vers 1 bis 6, da steht drin. Und Josef war nach Ägypten hinabgeführt worden. Und Potiphar, ein Kämmerer des Pharao, der oberste der Leibwächter, ein Ägypter, kaufte ihn aus der Hand der Ismaeliter, die ihn dort hinabgeführt hatten. Der Herr aber war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang. Halleluja. Alle zusammen? Er war ein Mann, dem alles gelang. Das Wort, dem alles gelang, kann man auch übersetzen. Er war ein Mann des Gelingens. Und er blieb im Haus seines ägyptischen Herrn. Als nun sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr alles, was er tat, in seine Hand gelingen ließ, da fand Josef Gunst in seinen Augen. Alle mal zusammen das Wort Gunst. Wir kommen gleich zur Stufe 2. Wir haben gerade in der Stufe 1 haben wir geredet. Wir kommen gleich auf die Stufe 2, die meiner Meinung nach entscheidend ist für das Jahr 2024. Also, er war ein Mann des Gelingens. Und wir haben gerade gelesen hier im Vers 4. Da fand Josef Gunst in seinen Augen und er bediente ihn persönlich und er bestellte ihn über sein Haus und alles, was er besaß, gab er in seine Hand. Und es geschah, seitdem er ihn über sein Haus bestellt hatte und über alles, was er besaß, da segnete der Herr das Haus des Ägypters, alle zusammen, um Josefs Willen. Voll krass. Und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte. Im Haus und auf dem Feld. Und er überließ alles, was er hatte, der Hand Josef und kümmerte sich bei ihm um gar nichts. Ja? Außer um das Brot, das er aß. Oh, cool. Josef aber war schön von Gestalt und schön von Aussehen. Achtung, der letzte ist ein Zusatzbonus Gottes. Menschen, die göttliches Gelingen haben, himmlische Gunst, haben ein Nebenprodukt. Da braucht man keine Anti-Aging-Faltencreme, sondern die beste ist der Wasserbach Gottes. Ja? Schön von Gestalt und schön von Aussehen. Was steht hier? Dieser Mann war ein Mann des Gelingens. Der Potiphar, der hat einfach einen Sklaven gebraucht, gekauft und gesagt, hey, du bist mein Sklave. Und plötzlich merkt er, dass Josef, alles, was er tut, gelingt ihm. Es war ein Mann des Gelingens. Warum? Wir haben es gelesen, Psalm 1. Weil er nicht den Rat der Gottlosen hört, nicht am Weg der Sünder geht, nicht da sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern die Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Das sind die 5 Punkte. Und dieser Josef war ein Mann des Gelingens. Das wird oft unterschätzt. Ein Mann des Gelingens. Es gibt also 2 Arten von Sklaven. Die einen, die nur arbeiten, und es gibt die, wo arbeiten und ein Mann oder eine Frau des Gelingens ist. Göttliches Gelingen. Und jetzt segnet Gott alles, was Josef hat, alles, was er tut, gelingt ihm. Und Josef arbeitet als Sklave beim Potiphar. Und Gott segnet das Haus von Potiphar. Warum? Um Josefs Willen.
Wenn du ein Mann oder eine Frau des Gelingens bist, hat dein Arbeitgeber wie ein Sechser im Lotto. Gott wird deinen Arbeitgeber segnen, weil du dort arbeitest. Gott wird deine Familie segnen, weil du da drin bist. Gott wird deine Gemeinde segnen, weil du da drin bist. Wegen Josef kam Reichtum, Gewinn, Erfolg, himmlische Multiplikation hinein, weil auf Josef Gottes Hand war. Er war ein Mann des Gelingens. Wenn du ein Mann oder eine Frau des Gelingens bist, breitet sich der Segen aus auf deine Familie, auf deine Gemeinde, auf deinen Arbeitskreis, auf deine Umgebung, auf deine Gesundheit, auf alles. Göttliches Gelingen hat einen Anziehungspunkt, wie so ein Magnet vom Himmel, der Herr segnet. Hey, wie stark ist das? Ich lade dich ein, dass du zum göttlichen Gelingen kommst. Wie ist es möglich? Wir haben es gelernt. Und ich glaube, dass Gott in 2024 göttliches Gelingen freisetzen wird. Aber es ist nicht automatisch. Es sind für die, die gelernt haben, nicht den Rat der Gottlosen zu hören. Nicht den Weg zur Sünde zu gehen. Nicht im Kreis der Spötter rumzuhocken, sondern über sein Gesetz nachsinnen, Tag und Nacht. Und seine Lust haben am Gesetz des Herrn. Und dann sind es wie Bäume. Und dann stehen sie da. Kommt ein Sturm, Massage. Kommt die Hitze, sagt, oh ja, ich hole einfach mehr Wasser von unten. Alles gut, ich mache weiter. Und die Welt wird dich fragen, was ist dein Geheimnis? Das Geheimnis ist der Herr. Nicht deine Methoden, sondern der Herr. Und solche Leute brauchen wir mehr. Wir brauchen sie mehr. Also, Stufe 1, göttliches Gelingen. Wer von euch will das haben? Achtung, Stufe 2, die Folge von göttlichem Gelingen, haben wir gerade gehört, ist Gunst. Gunst. Gunst wird dir Türen öffnen, die du normalerweise nicht alleine öffnen kannst. In 2024, hat Gott mir gesagt, werden himmlische Türen der Gunst Gottes aufgehen. Für Menschen, die im Glauben das ergreifen. Nicht automatisch für jeden. Für die, die das im Glauben ergreifen. Göttliche Gunst hat zu tun mit göttlichem Gelingen. Josef hat Gunst gefunden, weil er ein Mann des Gelingens war. Wenn du drin lebst im göttlichen Gelingen, wird die Folge sein, dass das Herz von Schlüsselpersonen aufgehen wird und Türen der Gunst Gottes aufgehen, die eigentlich mit deiner Ausbildung unmöglich sind. Eigentlich mit deinem finanziellen Status unmöglich sind. Eigentlich, was du da gerade machst, unmöglich sind. Aber Gott macht dir eine Tür der Gunst Gottes auf. Ich glaube, dass es in 2024 zustande kommt. Ich spreche hier prophetisch, bitte nehme es als prophetische Botschaft wahr. Gott wird in 2024 himmlische Türen der Gunst Gottes aufmachen für die, die das im Glauben ergreifen. Wie ist es möglich? Wie Josef, er hat göttliches Gelingen gehabt. Zweite Stufe, er fand Gunst in den Augen von Potiphar. Wow, und er wurde plötzlich erhoben, ja. Halleluja. David, ich mache mir mal ein paar Beispiele. David, 1. Samuel 16, 22. Und Saul sandte zu Isai und ließ ihm sagen, lass doch David in meinen Dienst treten, denn er hat Gunst gefunden in meinen Augen. David hat deswegen den Weg, ist aufgegangen, weil er Gunst gefunden hat. Das war ein Mann des Gelingens. Gunst öffnet die Tür in deine Berufung. Gunst öffnet die Tür, wo eigentlich zu ist. Das macht die Gunst auf. Die kannst du nicht, kaufen, die Gunst. Die Gunst ist eine Folge von göttlichem Gelingen. Es gibt noch eine Esther. Kennt ihr die Geschichte von Esther? Selbstmordattacke, hochgradig gefährlich. Wenn jetzt keine Gunst kommt, werde ich sterben. Und diese Esther, im Kapitel 5, Vers 2, lesen wir hier. Und es geschah, als der König und die Königin Esther im Hof stehen sah,
Und als die Königin Esther hochsteht und sagt, erlangte sie Gunst in seinen Augen. Und der Herr reichte Esther das goldene Zepter entgegen, das in seiner Hand war. Da näherte sich Esther und berührte die Spitze des Zepters. Dieser Moment, Achtung, was da geschieht. Die Juden sollten ausgelöscht werden. Alle tot. Es hing an einer Frau, Esther. An diesem einen Moment. Sie kommt und weiß nicht, was geschieht. Aber sie war eine Frau des Gelingens. Sie steht dort und eine himmlische Beeinflussung kommt zustande vom Himmel auf die Nichtchristen. Die Tür der Gunst geht auf. Esther bekommt Gunst in seinen Augen. Die Tür geht auf, sie berührt das Zepter, sie spricht und ein ganzes Volk wird gerettet. Wir sind jetzt genau in der gleichen Situation mit dem Krieg. Nach den menschlichen Methoden unlösbar. Wir brauchen hier eine Gunst Gottes. Wenn hier eine Gunst aufgeht, eine Berührung kann ein ganzes Volk retten. Wenn die Tür der Gunst Gottes aufgeht, wird sie nicht nur dich retten, sondern deine ganze Nation. Wir brauchen wieder Menschen, die mit göttlichem Gelingen und mit göttlicher Gunst arbeiten. Ah, so schön. Ich liebe das ja. Wie kann man, oder anders, die Gemeinde, die erste Gemeinde in Apostelgeschichte 2, Vers 47. Apostelgeschichte 2, Vers 47. Erweckung und Gunst gehört zusammen. Die haben Erweckung erlebt und da steht drin, und lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tagtäglich hinzu, die gerettet wurden. Wow. Wollen wir das auch haben? Wir wollen erleben, dass wir jeden Tag Gottesdienst haben. Wir wollen erleben, dass jeden Tag Menschen gerettet werden und der Gemeinde hinzugetan werden. Wir wollen erleben, dass 3000 Leute im einen Tag getauft werden. Ja, das ist doch cool. Ja? Und dann, was ist die Folge von Erweckung? Das nennt man auch göttliches Gelingen, Erweckung. Kommt ein Gelingen zustande, was ist das, die Folge? Die Folge von Erweckung hat mit Gunst zu tun. Sie haben Gunst gefunden beim ganzen Volk. Gunst macht die Türe der Erweckung auf in deinem Leben. Wow. Die erste Gemeinde hat so einen Durchbruch erlebt. Wir wollen da wieder hinkommen. In diese Gunst Gottes, sodass eine Tür aufgeht für die Ernte Gottes in deinem Leben. Wow. Letzter Vers hier. Schauen wir mal Jesus selber an. Jesus, der Mann der Männer. Der König der Könige, der Herr der Herren. Von ihm wissen wir genau 4 Sachen über seine Kindheit. Einmal ist er abgehauen von seinen Eltern. Genau. Sagte, ich muss hier aber sein. Wir wissen 4 Sachen daneben. Er wird in einem Vers erklärt. Und dann hört es auf mit seiner Kindheit und er dient. Nur 4 Sachen sind wichtig, dass wir sie wissen. Über Jesus. Über seine Kindheit. Hier steht drin. Und Jesus nahm zu an, Punkt Nummer 1, Weisheit. Punkt Nummer 2, Alter. Punkt Nummer 3, Gunst bei Gott und 4, Gunst bei den Menschen. 4 Sachen. Er nahm zu an Weisheit, an Alter, Gunst bei Gott und den Menschen. Das Zunehmen der Gunst hat eine Folge, dass in deinem Leben Türen aufgehen, die eigentlich für dich geschlossen sind. Ich glaube, dass in 2024 diese Türen der Gunst Gottes in deinem Leben aufgehen werden. Amen.